Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um den John Deere 500 Überladewagen. Und in diesem Video möchte ich euch diesen Mod hier mal genauer vorstellen. Vorab ein paar kleine Informationen. Ihr findet den Mod aktuell noch unter neueste Mods oder in der Kategorie Überladewagen. Der Autor von diesem Mod heißt hier Hammerson, den Tinho ML Modding. Und die Modgröße beträgt ca. 5,73 MB. Ist in der Version 1.000 aktuell für alle Plattformen verfügbar. Wenn ihr diesen Mod hier zum ersten Mal auf der Konsole kaufen tut, dann kostet euch dieser ca. 3 Slots. Wenn ihr diesen Mod zum zweiten Mal kaufen tut, dann ca. nur noch 1 Slot. Das Ganze findet man hier aktuell unter Mods und DLCs. Und da haben wir hier schon den John Deere 500 Überladewagen. Dieser Überladewagen kann hier im Prinzip folgendes laden: Weizen, Gerste, Hafer, Raps, Hirse, Sonnenblumen, Sojabohnen, Mais, Saatgut und Mineraldünger. Und so sieht dieser Überladewagen mal hier im Shop aus. Dieser kann ca. 15.000 Liter laden, wiegt 1,7 Tonnen leer und braucht mindestens 110 PS. Kostenpunkt aktuell in dieser Konfiguration 22.500 Euro. In der Konfiguration selber habt ihr hier wählbar die Reifenvariante, entweder Standard, Standard 2, Standard 3, Standard 4 oder auch hier wiederum Standard. Und das Kennzeichen können wir hier natürlich auch noch wählen. Der Preis bleibt gleich bei ca. 22.500 Euro. Wir wollen diesen noch gerne mal testen. Dazu habe ich mir einen Fan geholt und einmal diesen Überladewagen. Wir fahren hier dran und koppeln den an. Hier wird natürlich alles verbunden, Zapfwelle und die Anschlüsse. Dann haben wir hier zum Beispiel das normale Licht. Einmal eins links, eins rechts und die Kennzeichenbeleuchtung. Und natürlich haben wir hier einen Strahler auch an dem Entladerohr. Wir haben auch sogar noch die Bremse dabei, ne, auch mit zwei Stück. Und dann laden wir hier mal zum Beispiel Weizen. Wir können hier zum Beispiel auch alles laden, was man hier so angezeigt bekommt. Ne. Wir laden jetzt mal zum Beispiel jetzt Weizen. Fahren dann zu dem anderen Anhänger hin und wollen mal versuchen, das Ganze zu überladen im Prinzip. Dann machen wir folgendes, dann drücken wir jetzt hier mal L1 und Steuerkreuz nach unten, Vorrohr ausfahren. Dann können wir hier zum Beispiel noch wählen L1 und R1 und Dreieck für hier entladen, also aktuell an dieser Stelle. Oder wir fahren einfach an den Anhänger ran und dann wird normalerweise automatisch alles entladen. Genau, wird hier automatisch alles entladen. Ne, soweit das halt passt. Und das Ganze geht natürlich auch. Das dauert halt seine Zeit, ne? Aber das geht auf jeden Fall. Hier können wir das Rohr wieder einfahren. Genau. Und einfach hier wiederum abstellen. Ist in sich auf jeden Fall auch wiederum ein schöner Überladewagen von John Deere, ne? Und das Ganze hat schon was. Hier haben wir natürlich die ganzen Anschlüsse, Zapfwelle und Co. Ja. Und kann man hier auf jeden Fall gerne mal laden und auf Dauer mal testen. Dann sind wir hier schon leider zum Ende von diesem Video hier gekommen. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne mal euer Feedback da. Falls ihr Fragen dazu habt, Anmerkungen oder gern mehr, schreibt es doch gerne bitte unten in die Kommentare. Besucht mich natürlich gerne auf meinem Twitch-Kanal oder schaut natürlich gerne bei unserem Discord-Kanal vorbei. Die Links findet ihr auch in der Beschreibung. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.